Die Baureihe V60 ist eine für die Deutsche Bundesbahn entwickelte Diesellokomotive für den Rangierdienst, an deren Bau und Entwicklung fast alle namhaften Lokomotivfabriken beteiligt waren. ESU stellt diese Rangierlokklassiker der Epoche 3 aufs H0-Gleis und erfüllt damit einen lang gehegten Wunsch vieler Modellbahner. Mit der V60 können Sie den Betrieb auf Ihrer Modellbahn so vorbildgetreu gestalten wie noch nie. Die dreiachsige Stangenrangierlok glänzt mit einer sauberen Lackierung und Bedruckung sowie einer Vielzahl von angesetzten Details. Das Gehäuse wie auch das Chassis ist in Metallausführung. Extra angesetzte Teile wie Griffstangen, Handläufe oder Aufstiegstreppen sind aus strapazierfähigem Kunststoff oder Metall gefertigt. Ein zusätzlich angebrachter Haftreifen auf einer Achse erhöht die Zugkraft der Lok und sorgt so für einen sicheren, vorbildnahen Rangierbetrieb. Für unterbrechungsfreie Fahrt sorgt ein zusätzliches Powerpack. Die V60 verfügt beidseitig über eine im NEM-Schacht eingesteckte, von der Digitalzentrale fernsteuerbare Automatikkupplung. Grundsätzlich sind alle bekannten nicht-magnetischen Bügel und Universalkupplungen verwendbar. Besonderes Highlight der Kupplung an der V60: Sie ist höhenverstellbar. Damit kann die Kupplung der Lok in der Höhe an ältere Wagenkupplungen problemlos angepasst werden. Ein zentraler Bestandteil der V60 ist der neue Loksound 5-Decoder. Mit dem neuen Decoder können jetzt 31 digitale Funktionen abgerufen werden. Damit stehen 7 Funktionen mehr als beim Loksound 4-Decoder zur Verfügung. Als vorbildgerecht vielseitig erweist sich die V60 in puncto Beleuchtung. Die V60 zeigt ein weißes Spitzenlicht in Fahrtrichtung vorne sowie eine rote Schlussbeleuchtung hinten. Der Lichtwechsel erfolgt fahrtrichtungsabhängig. Neben der Standard-Führerstandsbeleuchtung kann als besonderes Highlight zusätzlich auch die Führerpultbeleuchtung geschalten werden. Die Beleuchtung ist gut durch das Seitenfenster zu sehen. Die Triebwerksbeleuchtung vervollständigt die Lichtfunktionen der V60. Die in der V60 verbauten Doppellautsprecher geben den Sound der Diesellok eindrucksvoll durch das unterbrochene Kühlerlüftergitter am langen Vorbau besonders gut nach außen wieder. Mit Aktivierung des Sounds, Vorschmieren und Startvorgang sowie der des getakteten Rauchgenerators erwacht die V60 zum Leben und verfällt anschließend das typische Leerlaufgeräusch. Wie dem Originalstart nachempfunden, stößt die Lok dabei eine beeindruckende Abgaswolke in den Modellbahnhimmel. Die Intensität des Rauches wird vorbildgerecht geringer, sobald der Motor in den Leerlauf verfällt. In Beschleunigungsphasen wird vorbildgerecht mehr Rauch ausgestoßen, während der Bremsphase ist selbstverständlich weniger bzw. keine Rauchfahne mehr zu sehen. Für den Sound hat ESU weitere neue Details dank des neuen Loksound 5-Decoder spendiert. Hier ein paar Beispiele dazu. Im Rangiermodus wird automatisch die Rangierbeleuchtung geschalten. Das heißt, eine Loklampe in Fahrtrichtung links leuchtet. Für den Rangierbetrieb stehen auch drei verschiedene realistische Rangierfunkansagen zur Verfügung, wie zum Beispiel die Ansage der Loklänge beim Heranfahren an den zu kuppelnden Zug. Die Funktion schwerer Zugbetrieb bewirkt beim Fahren eine um eine Stufe höhere Motordrehzahl sowie verlängerte Beschleunigungs- und Verzögerungszeiten. Eine interessante neue Funktion ist bei Fahrbetrieb das Aktivieren der Lokbremse. Die bewirkt, dass die Lok aus der Fahrsituation heraus in den Leerlaufmodus des Motors selbstständig schaltet und gleichzeitig die Lok zum Anhalten bringt, trotz geöffnetem Fahrregler. Wird diese Taste nach Anhalten wieder deaktiviert, setzt sich die Lok wieder in Bewegung. Entlassen wir jetzt unsere Lok in die Modellbahnwelt und schauen ihr ein bisschen bei ihrer Rangierarbeit auf einer Modellbahnanlage zu. Schluss. Fazit: Die neue V60 von ESU mit den vielen neuen digitalen Funktionen verspricht lang anhaltenden Spielspaß dank ausgereifter technischer Features. Der verbaute Glockenankermotor verleiht dem Modell hervorragende Fahreigenschaften mit hoher Zugkraft. Mit der attraktiven Lok der Baureihe V60 erfüllt ESU den Wunsch vieler H0-Bahner nach einem technisch hochwertigen sowie fein detaillierten Modell dieses Lokklassikers.